krasse Ankündigung von TBT wieder. Es gibt ein Online-Turnier von uns am 22. Mai. Es gibt geile Preise. Checkt es alles ab. Info steht alles unten in der Beschreibung. Oi, da was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Heute haben wir den Nico mit seinem Blue Eyes Deck. Ihr habt schon gehört, wir haben den Nico hier, nicht den Dimi. Ja? Und er zeigt uns mal sein Blue Eyes Deck. Und ja, dann fangen wir mal an mit den Monstern. Genau, also Dimi hat seine Flöte verloren. Ne? Es gibt keinen Drachenmeister mehr, es gibt einen neuen Drachenmeister. Ich habe mir mal das Blue Eyes Deck mit den neuen Karten gebaut. Und ja, jetzt seht ihr mal, wie ich spiele. Dreimal natürlich der blauäugige weiße Drache, eine der ältesten Karten. Ja, wurde wieder jetzt stark gemacht, hat man glaube ich jetzt gefühlte 15 Jahre nicht mehr gespielt und jetzt musste man sie noch aus den alten Karten rausholen. Da hätten wir eine von den neuen Karten, den, wie heißt er kurz, Drachengeist des Weißen. Wenn er beschworen wird, kann er eine Spell- oder Trap-Karte banishen. Ist ganz gut, zum Beispiel gegen Sachen wie Cosmotown den Weg frei zu machen. 8 Sterne kann man Synchro oder XY machen. Synchro zu dem Level 9ern, XY 2 Level 8er. Kann man einfach beschwören aus dem Deck. Dann hätte man dreimal den Priester. Dessen Effekt, sage ich mal, wird genutzt, um die Blauäugigen aus dem Deck zu holen und zu beschwören. Um dem, sag ich mal, den Effekt gut nutzen zu können, spiele ich dreimal das Mädchen. Einmal muss ich mir noch besorgen. Quasi man wirft den Priester ab, zerstört das Mädchen und kann zwei blauäugige Monster beschwören. Ja, dann kann man zum Beispiel K beschwören, Effekt machen, ihn beschwören und dann kann man zu einem Level 8er machen. Dann spiele ich dreimal den neuen Stein. Den spiele ich, weil der hat zwei gute Effekte. Den ersten Effekt, man kann ihn im Friedhof entfernen. Man kann einen Blue Eyes dann vom Friedhof auf die Hand nehmen. Zum Beispiel, wenn man Trade-In auf der Hand hat. Und der andere Effekt ist, wenn im Friedhof die Runde gesendet wurde, kann man in der Endphase ein blauäugiges Monster beschwören. Dann kann man zum Beispiel K beschwören und kann seinen Effekt machen, um zu schießen. Was natürlich da ein bisschen blöd ist, man kann nicht beide Effekte machen, man kann da nicht entfernen und dann, dass man in der Endphase was holt. Also da kann man, muss man sich entscheiden, welchen Effekt man nutzen will. Dann hätten wir dreimal den alten Stein. Dessen Effekt, sage ich mal, ist auch gut, wenn man Blue Eyes vom Deck auf die Hand holen will für Trade-In. Oder genau, also da kriegt man ihn schnell auf die Hand. Level 1 kann man für Karte des Eingangs abwerfen, kommen wir später dazu. Beide, der alte und der neue Stein sind Tuner, kommt man schnell auf Level 9. Einmal Effektverschleierin, weil sie Licht und Tuner ist. Man kann die Effektverschleierin auch mit dem da holen. Man kann Synchro Level 9 machen. Kommen wir zu den Zauberkarten, eine Monsterkarte, die noch Bulb. Bulb Level 9 kann man schnell zu Level 9 machen. Kommen wir nun zu den Zauberkarten. Dreimal Trade-In. Die blauäugigen abwerfen, zwei Karten ziehen, kommen schnell in den Friedhof. Kann man vom Friedhof einfach beschwören. Dreimal Karten des Einklangs. Kann man mit den alten Steinen, mit den neuen Steinen kombinieren. Kann man sich schnell durchs Deck ziehen. Kann man die Effekte machen, wenn der abgeworfen wird, einen Blue Eyes aus dem Deck holen. Bei dem den Effekt aus der Endphase dann oder halt entfernen und genau. Dann haben wir dreimal Drachenschein. Da wirft man meistens erst ein Blue Eyes Monster in den Friedhof. Und dann kann man zum Beispiel den in den Friedhof, kann man sich ein Blue Eyes auf die Hand holen. Oder den in den Friedhof und dann Endphase beschwören. Dann dreimal, wo bist du? Sag ich mal, was macht die? Das ist, wenn du die draußen hast, kannst du den Priester holen. Priester abschmeißen und dann kannst du zwei blauäugige holen, kannst du zum Beispiel die zwei holen. Mit dem schießen und dann überlagern oder wenn du vielleicht ein Level 1er Monster draußen hast, zu Level 9 machen. Ja? Und du kannst auch zum Beispiel dann
die anderen Level einsetzt, zum Beispiel den Stein. Auf den Stein kannst du es auch dann machen und dann Blue Ice holen. Mhm. Also die finde ich eigentlich sehr gut. Habe ich früher in meinem Exodia-Deck gespielt. Ach so, okay. Dann dreimal Opfer der des linken Arms. Die spiele ich dreimal, um schnell Soul Charge zu bekommen. Weil der Friedhof wird immer gefüllt durch Drachenschrein, Karte des Einklangs und Trade-In. Und dann, sage ich mal, kann man da, die kriegt man sehr schnell dadurch, sage ich mal. Die Hand ist auch eigentlich immer voll. Und dann, sage ich mal, hat man 5 Monster auf dem Feld und kann dann wirklich ein großes und starkes Feld rausbekommen. Ja. Das einzige Problem ist vielleicht, wenn man zu viel Monster auf der Hand hat, dass man dann mehr Karten entfernen muss. Das kommt manchmal blöd. Aber ich sag mal, wenn man Soul Charge rausbekommt, das ist echt, also, heftig. Dann hätten wir noch zweimal Drachenschlucht. Das ist zum Beispiel, die Steine abzuwerfen oder die Steine in den Friedhof zu bekommen. Oder auch ein Blue Eyes, um halt den Friedhof zu füllen für Soul Charge. Oder halt, dass man Opfer des linken Arms spielt und dann Soul Charge, dass der Friedhof einfach gefüllt ist. Hätte man noch einer für einen, weil ich viele Level 1 Monster Tuner spiele, Zwiebel, die Level 1 Lichter Tuner. Dann haben wir das neue Mausoleum. Das ist, sag ich mal, für eine zusätzliche Beschwörung. Wenn man Blue Eyes draußen hat, kann man noch eine Maiden spielen zum Beispiel. Kann man Synchro machen, wenn man eine Maiden hat, Effekt. Dann kommt die Effekt durch, kann man Blue Eyes beschwören. Kann man, da muss ich mir noch überlegen, ob ich die spiele. Also ob die drin bleibt. Hätten wir noch einen Upstart, Deck verdünnen, schnell ziehen. Und einmal Ruf des Silbernen. Wenn man Blue Eyes im Friedhof hat und einen Tuner, dass man dann eben beschwört und Synchro macht. Kommen wir, sag ich mal, zu dem wichtigen Stück, dem Extra Deck. Das ist ja immer in dem Deck sehr wichtig. Die hätten wir zweimal den neuen blauäugigen Geisterdrachen. Der ist gegen Sachen gut, wie zum Beispiel, also sehr gut gegen Pendeldecks. Da kann der Gegner zwei oder mehr Monster nicht gleichzeitig beschwören. Einmal kann er den Friedhofseffekt vom Gegner negieren, also zum Beispiel gegen Cosmo oder solche Sachen ganz gut. Die Werte, 2500 Angriff, ja, aber das Wichtigere ist die 3000 Def. Da kommen, sage ich mal, die meisten Monster kommen da nicht mehr durch. Die Dark Destroyer. Also Dark Destroyer kommt zum Beispiel nicht drüber. Und sein Effekt ist, du kannst ihn opfern. Aber nur der Effekt ist wichtig, ist zu wissen, nur bei der Synchro-Beschwörung. Also das heißt, wenn man ihn mit Soul Charge holt, kann man den Effekt nicht machen. Man opfert ihn und holt ein Licht. Synchro-Monster aus dem Extra-Deck. Also zum Drache, oder? Zum Typ Drache, genau. Das heißt, ihn könnt ihr nicht holen. Ihr könnt nur Lichter holen. Und da hätte man... Die Optionen, die ich spiele, sind zweimal den hier. Einmal Stardust, Spark Dragon, Ancient Fairy Dragon, Michael und Moonlight. Ja. So. Der ist natürlich gut. Monster können da nicht gezielt werden, können die nächsten zwei Runden nicht zerstört werden. 3000 Def, also auch richtig heftig. Ne? Sag ich mal, ist einfach schwer, da drüber zu kommen. Ja, also wenn da zum Beispiel ein Destroyer kommt, ne, will den zerstören, kann man den opfern, kann man den beschwören, kommt kein Effekt und Destroyer kommt auch nicht rüber, 3000 Def. Ne. Was man halt bei ihm beachten muss, und den, die können im Kampf, können die natürlich irgendwie zerstört werden, also durch Effekte kann er nicht zerstört werden, aber wenn er dann doch irgendwie, zum Beispiel Monarchen mit Domain oder sowas, dann kommt er natürlich rüber, also da muss man schon dann aufpassen. Stardust Spark Dragon, den finde ich gut, weil sag ich mal, der kann auch den Effekt benutzen, dass die Monster nicht im Kampf zerstört werden. Das ist, sag ich mal, ganz hilfreich, wenn der Gegner dann doch irgendwie was hat, wo er die Monster im Kampf zerstören kann. Der kann auch andere Karten kann er sag ich mal, wählen, genau, schützen. Dann der schwarze Rosendrache, der ist zum Beispiel gut, wenn der Gegner Dante hat oder ähnliches, ne, kann man den beschwören
Dante weg auf der, ins Extra-Deck. Das einzige Blöde ist, gegen Cosmo bringt er nicht viel. Die können nicht gezielt werden. Aber sag ich mal, im gegnerischen Zug kann man dann einfach mal, wenn da jetzt irgendein spezial beschworenes Monster ist, kann man den opfern, kann man den beschwören, Monster auf die Hand und kann dann noch überleben. Dann Michael, der Effekt, den finde ich ziemlich gut, der ist, dass man dann die Karte entfernen kann für 1000 Life Points gegen zum Beispiel Cosmotown oder ähnliches. Und da sage ich mal, bei dem Michael ist natürlich das Ausschlaggebende, dass der Level 7 ist. Man kann den opfern, kann Level 7er holen und dann kann man, wenn man zum Beispiel Level 1er draußen hat, kann man die zwei zu dem machen. Und so kriegt man den ganz leicht raus, wenn man quasi die zwei Karten hat, ja, kann auch plus 1 mit dem machen. Und sag ich mal, wenn der draußen liegt, also der, sag ich mal, den ist wirklich schwer rauszubekommen. Cosmo kriegt den fast kaum weg. Ja, also der ist, den finde ich eine der besten Karten eigentlich im Extra-Deck. Genau, und der andere Level, der 7er, wäre Antiker Feendrache. Quasi für... haben wir die Karten für die zwei, eine zerstören, eine aus dem Deck holen, ja, wenn zum Beispiel eine liegt, der Effekt schon genutzt wurde, Handkarte plus 1 und dann zum Beispiel, wenn eine Handkarte fehlt für Opfer des linken Arms, ne, wenn eine schon auf dem Feld liegt, dann die zerstören, die auf die Hand nehmen und dann hat man eine Karte mehr für die dann. Dann eine Fusion spiele ich noch, den hier. Den kriegt man eigentlich nicht so oft raus. Nur zwei weiße Drachen, oder? Zwei weiße Drachen, genau. Was zum Beispiel natürlich, wie man das spielen kann, eine Combo wäre... Warte mal kurz. Man hat zum Beispiel das Mädchen draußen. Macht den Effekt von dem Priester, beschwört zwei weiße Drachen, kann man dann opfern für den hier und dann, sag ich mal, ist der Friedhof wieder gefüllt, ne? Hat man vier Monster, kriegt man die raus und kann zweimal zu Level 9 machen. Also von dem her, sag ich mal, finde ich das eigentlich, also ja, drei Karten, sag ich mal, ist nicht so schwer rauszubekommen. Wo bist du? Opfer des linken Arms. Mit den ganzen Zielkarten ist es schon schnell möglich. Ja. Dann hält man noch Wolkenschloss. Die kennen nicht viele. Die ist ganz gut, wenn, wenn der Geisterdrache seinen Effekt gemacht hat. Wenn er im Friedhof ist, kann man Wolkenschloss mit den weißen zusammen, zum Beispiel machen wir mit denen hier. Synchronisiert man zu Wolkenschloss, Effekt holt den aus dem Friedhof. Man muss jetzt wissen, der kann seinen Effekt nicht mehr nutzen, weil er nicht synchro beschworen wurde, sondern spezial beschworen wurde. Kann man die zwei überlagern zur Phantomfestung und kann dann einen von den Effekten machen. Ne? Kann man eine Karte entfernen von der Hand, Friedhof oder vom Feld. Ne? Kann man dann zum Beispiel Dante entfernen, was weiß ich was, Handkarte. Ne? Dann einmal Tachyon, den spiele ich eigentlich nur, um den Dark Matter Drachen zu bekommen. Den habe ich jetzt noch nicht. Das ist dieser 4000er, der drei verschiedene Drachenmonster aus dem Deck in den Friedhof legt. Und der Gegner muss dann drei Monster entfernen. Sag ich mal, das ist natürlich auch die erste Runde für Soul Charge, dass man dann den Friedhof füllt. Die verschiedenen Monster könnten dann sein, der hier und... Also quasi drei Karten von denen. Ne? Die natürlich können dann ihren Effekt machen. Friedhof ist wieder gefüllt. Die können dann beschworen werden.
den Tachyon-Drachen kann man dann wieder rausbekommen, wenn man wieder die zwei hat. Ne? Mit den zwei blauäugige überlagern, dann Dark Matter Dragon überlagern. Und das würde ich aber nur machen, wenn ich wirklich Seelenlast habe. Und man darf auch natürlich nicht vergessen, der Gegner muss drei Monster aus dem Deck entfernen. Das könnte dann manchen Decks dann schon auch besser schaden. Und die letzte Karte im Extra-Deck wäre Titanic. Zauberkarten negieren, zum Beispiel gegen Monarchen, um Stormforce negieren und so weiter. Wieder, wenn man zwei Level 8er mit denen rausbekommt, wieder zum Beispiel die zwei und dann zu Titanic überlagern, falls man Angst hat vor Stormforce, Zauberkarten oder ähnliches. Natürlich Titanic. Natürlich ist es das Beste, wenn man Titanic und Kombination mit dem zum Beispiel oder dem und alle, ne? Also Zauberkarten, Monster-Effekte negieren, Friedhof-Effekte negieren, ne? Das kann man sich dann aufteilen. Genau. Ja. Das wäre es zum Deck. Ja, danke für das Deck-Profile. Wie siehst du das Deck jetzt im Meta? Also ich sag mal, das Deck fanmäßig, das macht ziemlich viel Spaß zum Spielen. Ich sag mal, auf großen Turnieren ist es schwierig, weil es fehlen einige Karten, die es in Japan gibt. Zum Beispiel Alternative Dragon, Gospel, die aus dem Friedhof negiert, beschwört. Weil Problem ist, wo haben wir das? Ruf des Silbernen beschwört nur ein normales Monster und Gospel kann irgendein Drachenmonster beschwören. Also mit Gospel kann man auch zum Beispiel die Steine rebornen. Mit dem kann man nicht die Steine rebornen, mit dem kann man nur Blue Eyes und K. Hast du mehr Optionen einfach. Mehr Optionen und Gospel schützt auch deine Monster, wenn sie sterben. Und ich sag mal, mit dem Alternative-Drachen kriegt man einfach schneller Level 9 Monster raus. Mit Melodie kann man das Deck schneller verdünnen. Es ist interessant zu spielen, aber ich denke, es wird auf den großen Turnieren wird es noch nicht weit kommen. Man muss einfach warten, bis die neuen Karten kommen. Macht aber viel Spaß zu spielen und... Genau, ja. Also es kommt immer darauf an, wie man sieht. Natürlich, wenn man den Gegner alles gibt mit Seelenlast, ist schwer zu verlieren. Aber falls ihr mal was anderes spielen wollt, nicht immer die gleichen Metadecks, probiert es mal aus und ja, genau. Jo, danke euch. Danke dir, Nico. Wir hoffen halt natürlich, dass die Karten jetzt dann vielleicht im Moviepack rauskommen. Wenn ihr was dazu sagen wollt zu seinem Deck oder auch mal testen wollt oder so, schreibt es in die Kommentare und sagt uns mal, was ihr davon haltet. Und danke euch. Servus Jungs, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab, checkt unsere Sponsoren ab. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.